bietet mich da keine Überraschung. Wir sehen bei Flo Fleckmon, wir sehen Skuntank, Noctu, Kabudops, Dromborg und Raichu. Genau, und bei Vince sehen wir Amit Chagger, Baldurfisch, ein Amigento auch, ein Pumpkin hier auch, ein Alola Dictri und auch ein Rotom. Sehr interessant, also sehr viel, was wir schon sehr viel gesehen haben. Wie Rotom, Pumpkin, Amigento haben wir schon sehr viel gesehen, auch Baldurfisch hatten wir schon. Auf Flo's Seite haben wir Kabutops und Skuntank, was wir schon öfter gesehen haben. Beziehungsweise was wir schon gesehen haben. Aber den Rest, glaube ich, der ist, glaube ich, relativ frisch. Vor allem auf Fleckmon freue ich mich sehr. Ich weiß, dass der durchaus Sachen machen kann. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin ja ausgestiegen aus dem UDT Season 5. Hab Vince dafür reingestopft. Und wurde im UDT schon enttäuscht von ihm. Dann muss er jetzt wenigstens ein bisschen ranklotzen. Flo gegen Vinzo, Rinsmack, Nibble und die Leads belaufen sich auf folgendes. Rotom gegen Fleckmon ist sehr schön. Also für Vince. Guter Lead für Vince. Wobei Fleckmon ist... Ist der Wasserpsycho? Ist der schon Wasserpsycho? Ja, ne? Oder? Ja, doch. Oder? Ist der nur Psycho? Ist der Wasserpsycho? Ah. Okay, meinst du Schmutzpartikel? Ich meine schon Schmutz. So. Ich bin sehr gespannt, wie Flo hier drauf reagieren möchte. Er kann natürlich drin bleiben, potenziell. Und kann Teleport drücken. Ne, mit Belebekraft frischt man sich wieder ein bisschen auf. Mit Evolit sollte man das auch tanken. Egal, was da kommt. Aber man muss das Risiko gar nicht eingehen, wenn man hier Jorge hat, den man hier reinschicken kann in potenziellen Voltwechsel. Es kommt aber ein Spukball. Sehe ich nämlich auch den Play. Und der macht hier schon Ü50%. Senkt die Spezialverteidigung. Aber Rotom, wenn der nicht Scarf ist, kann er hier nicht drin bleiben. Wir sehen hier Überreste auf Jorge. Aber der kann... Also, dieses Rotom kann Scarf sein. Arthur. Und wenn der Scarf ist, dann wird es hier gleich den ersten Kill hageln. Ne? Dann hat Flo natürlich die Information und kann Noctur als nächstes reinschicken im nächsten Step. Aber dennoch verliert man dann hier direkt Jorge. Ob man das will, ist schwierig. Aber Arthur geht raus. Das ist sehr interessant. Und TG Schalk geht rein. Aber Raichu geht auch raus. Und wir haben gesehen, Rotom war schneller. Das heißt, der ist wahrscheinlich Scarf. An der Stelle. Mächtig. Oder Raichu hat kein Init Investment. Was natürlich sein kann, aber ich glaube eher nicht. Jetzt haben wir hier Skuntank gegen Alola Dictri. Das ist natürlich ganz wild. Denn Alola Dictri hat durchaus Potenzial. Und, das hat Vince hier gut gerochen, hat einen guten Switch gemacht. Der hätte auch nochmal Spukball drücken können. Hätte gegen Skunkun aber nicht viel gemacht. Flo hat den Scarf gerochen. Geht natürlich in den Obvious Switch. Und, Dictri hier einfach sehr gut. Kann jetzt die Titansteine legen, die halt sehr, sehr geil wären. Ne? Oder man drückt einen Sub. Auch wild. Und theoretisch kann man jetzt Stuff machen. Die Frage ist jetzt, was kann Dictri für Stuff gegen dieses Fleckmon? Das ist natürlich schon etwas schwieriger. Denn ich glaube, viel wird er nicht können. Tiefschlag. Kann man machen, muss man aber nicht. Vielleicht hätte er auch so Status-Moves so. Toxin zum Beispiel, genau. Sowas in der Richtung. Und dieses Fleckmon wird bestimmt irgendwie ein Siedewasser haben oder so. Davon gehe ich jetzt mal aus. Oder er will einfach teleporten. Ne, er hat Siedewasser. Das ist aber durchaus in Ordnung, glaube ich. Denn der Sub bricht jetzt natürlich. Das ist klar. Aber man hat ein Toxin raufbekommen for free auf dieses Fleckmon. Mit den Überresten ist man auch wieder auf einer guten Range. Man kann hier noch x-beliebig viele Delegatoren rausholen. Ich liebe Delegatoren auf so schnellen Mons einfach. Es ist irgendwie cool. Es hat schon was sehr Spezielles. Ne? Es hat schon was sehr Schönes. Was sehr Ästhetisches, möchte ich fast schon sagen. Ja, aber Vince sehe ich hier immer noch so ein ganz klein Stück im Vorteil aktuell. Natürlich muss er jetzt hier wahrscheinlich rausgehen. Ne, er drückt nochmal Sub. Er will den Toxic Stall. Er will ihn haben. Er will ihn haben und es kommt einfach weiter, das Siedewasser. Kann man natürlich machen, klar. Aber der Toxic Stall, er ist einfach real.
Das Ding, real, er ist einfach real. Aber mit den Überresten kann man sich ja halt so weit immer wieder gegen pushen, dass man früher oder später wieder auf einer guten Range sein kann, wenn man das hier gut spielt, I guess. Naja, gehen wir mal weiter. Ich denke mal, im nächsten Step muss Vince jetzt eigentlich langsam rausgehen. Das bringt ihm ja nicht viel hier, also man muss ja sagen, er kann jetzt nur weiter mit Subtoxic stallen. Das Ding ist, Flagman könnte halt auch, also er kann halt jeder die ganze Zeit weiter auf Siedewasser gehen. Und irgendwann hat der Schalk nicht mehr genug KP, um Sub rauszuholen. Und dann muss es fast schon, ein Angriff sein. Aber dann könnte Flagman auch auf Range sein. Aber jetzt schickt man hier Pumpchen rein, die Bärbel. Die Bärbel riecht jetzt den Evolit. Das war nicht so, ne? Genau. Und man bekommt hier Siedewasser mit dem Burn drauf. Die 130% Chance triggert natürlich instant. Und man kann jetzt hier potenziell... Noctu ist ein guter Switch into den, ne? Ist das ein Ding, was Flo jetzt macht? Guck mal, das ist halt das Ding mit Toxin und Belebekraft, ne? Vince hat jetzt sehr viele KP geopfert dafür, Delikatoren rauszuholen und das Toxin weiter triggern zu lassen. Das Ding ist, sie haben jetzt vielleicht 35% gemacht. Flagman regeneriert 30%, wenn er rausgeht. Das heißt, er ist quasi wieder komplett voll. Während Vince aber immer noch mit seinem Digtree auf diesen 60% KP bleibt, auf den er ist. Vielleicht 70, ich weiß nicht genau. Und, naja. Das ist halt dann immer schwierig. Ja, ich bin schon immer Fame. Und abgehoben. Alles gleichzeitig. Ja. Ich weiß nicht, von wem es jetzt eine schwere Entscheidung ist, die hier gerade zu fällen gilt. Wahrscheinlich tendenziell... Ja, gut. Ich meine, für Flo... Also, was spricht gegen Noctu erstmal? Wahrscheinlich nicht super viel. Vielleicht hat Vince echt länger überlegt ein bisschen. Und schickt jetzt Tante Hedwig rein. Tante Hedwig, Ehrenmann. Und das ist ein Emichendo Unlicht, die mir scheint. Ah, ja, doch, Unlicht. Gegen Skuntank, ja. Skuntank schwierig hier. Ja, sind wir ehrlich? Skuntank ganz schwierig hier. Aber Amigento Unlicht schon ein ehrenhafter. Ja. Aber das Ding ist, was will Amigento Unlicht dagegen machen? Man könnte jetzt hier eine Kehrtwende klicken. Das wäre auf eine gechillte Basis. Wir sehen bei Skuntank, dass der ziemlich bulky ist. Sehr viel KP-Investment. Und das heißt, das Amigento wird definitiv schneller sein. Wäre aber wahrscheinlich sowieso, glaube ich. Selbst wenn das Skuntank Investment wäre. Aber es kommt eine Abgangstirade. Boah. Ich bin echt kein Fan von Abgangstirade. Ich mag lieber Kehrtwende. Aber ist fein. Ist halt so eine Vorlebenssache, ne? Und jetzt kann man hier halt relativ free irgendwas reinschicken. Ne? Wie zum Beispiel, na, was schickt man da jetzt? Amagaga? Amagaga? Heißt der überhaupt Amagaga? Keine Ahnung, Alter. Aber Amagaga könnte man jetzt hier reinschicken. Es kommt Kunigunde, das ist Baldorfisch. Und Baldorfisch drückt nochmal einen Bedroher. Wenn der physisch angreift, macht er jetzt gar nichts mehr. Aber es kommt ein Flammenwurf. Gut, gut, gut gesehen. Und den Flammenwurf steckt Baldorfisch ganz gut ein, glaube ich. Da kann man kein Auge drauf machen. Und Baldorfisch kann jetzt Hazards decken, wenn er Bock hat. Aber es könnte natürlich immer noch Defog auf dem hier sein. Es könnte noch Defog auf Noctu sein. Wobei ich es auf Noctu eher nicht sehe. Muss ich ehrlich zugeben. Weil Noctu ist eine absolute Maschine offensiv. Den, also da macht man ja keinen... Da steht man ja nicht Defog drauf, Alter. Ich bitte dich. Ja. Es gibt nur einen Flugemon. Flugemon. Es gibt nur einen Flugemon, das besser ist. Und das ist Geronimats, Alter. So sieht es nämlich aus. Es kommt hier der rein. Jetzt werden erstmal die Hazards gestackt. So will ich das sehen. Schön Hazard-Stacking betreiben. Kannst du gleich weitermachen. Was? Ja gut, wobei Psychokinese wäre jetzt auch nicht so geil für dich, ne? Vielleicht kannst du hier wieder rausgehen in Pumpchen oder so. Weiß ich nicht. Aber ich sag, oh, Verhöhner ist wild. Aber wenn jetzt eine Psychokinese kommt, Digga, was dann? Aber er wollte teleporten. Chillig.
Bekommt jetzt hier schön Giftschaden wieder, das ist sehr nice. Und Kunikunde könnte jetzt gechillt rausgehen. Wir kennen jetzt Teleport und Siedewasser von Fleckmann, glaube ich. Die beiden Sachen kennen wir jetzt. Kennen wir noch irgendwas von dem? Nee, haben noch kein Toxin oder so gesehen, ne? Nur Siedewasser, Teleport. Na gut. Dann könnte hier immer noch die Psycho-Attacke drauf sein. Entschuldigung. Aber Flori geht raus und es kommt wieder Skunkun rein. Der hier erstmal ein bisschen Giftschleim-Recovery kriegt und hier gegen Rotom eigentlich in Ordnung dasteht. Aber man kann jetzt hier halt Voltwechsel drücken. Wobei es gefährlich ist, denn da ist ja immer noch Raichu. Vielleicht sollte man lieber hart rausgehen auf irgendwas. Vielleicht wieder Baldorfisch oder ich weiß nicht. Also Skunter kann schon, könnte schon Druck machen, wenn Flo die richtigen Entscheidungen trifft. Ansonsten hier drin zu bleiben mit Rotom schwierig. Solange Raichu noch da ist, kann Rotom halt nicht free einfach seinen Voltwechsel drücken. Und das ist sehr, sehr unlucky. Aber wenn Skuntank mal weg ist, kann man hier for free halt Spukball pressen. Oder sobald Raichu weg ist, halt free Donnerblitz / Voltwechsel. Sehr nice. Switch hier, Switch da. Naja. Muss halt eben sein, ne? Hier kommt eine Finsteraura, daher sehr gute Wahl von Vince hier in Amigento zu gehen. Sehr, sehr nice. Man kann jetzt hier wieder für Abgangstirade gehen. Man kann es auch lassen. Man könnte hier auch einfach mal einen Schwerthans drücken zum Beispiel, wenn man ein bisschen Eier zeigt. Amigento dürfte eins der schnellsten Monster auf dem Feld sein aktuell. Ich glaube nur Raichu auf der Gegnerseite ist schneller. Daher, ja, passt schon. Aber Vince macht das hier sehr solide mit den Switches, die er aktuell zieht. Und jetzt kann man hier mal einen Schwertanz. Okay. Ja, einen Schwertanz kann man jetzt hier mal drücken. Die Frage ist, mit was auflockern einfach, okay? Die Frage ist, mit was machst du jetzt Druck gegen dieses Skuntank? Erstmal eine Nitro-Ladung drücken? Oder ist es direkt irgendein anderer Coverage-Move, den man haben kann? Wenn ja, welchen hat man? Ne, den Step-Multi-Angriff ist Unlicht, der wird resisted. Klar, auf plus 2 ist der quasi neutral. Aber wird trotzdem nicht unendlich viel Schaden machen. Der ist halt super bulky, Skuntank. Okay, der macht über 50% crazy. Hier kommt eine Matschbombe. Macht guten Schaden, war ein Crit, wie unlucky. Und die Vergiftung auch noch. Weiß ich jetzt nicht. Das ist ziemlich unlucky. Also für Vince. Für Flo natürlich sehr nice. Entschuldige, ich versetze mich immer irgendwie in eine Seite. Wahrscheinlich auf die Seite, für die ich bin. Sorry, Flo, Alter. Nee. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist halt jetzt super dumm gelaufen, ne? Schon der vermehrte Schaden durch den Crit war super scheiße. Dann noch die Vergiftung, sodass der jetzt nur noch 2 Hits rauskriegt. Super für den Arsch. Super duper für den Arsch. Ich meine, der kann jetzt hier Skuntank eliminieren wahrscheinlich. Flo hat da auch nicht viel, was er reinschicken kann. Kann Kabutops nicht sogar Wasserdüse haben? Dann ist das ja sogar eine Option danach. Dann hat es ja noch mehr gemattert. Eieieiei. Das ist für Vince sehr, sehr unlucky. Der spielt das hier wirklich solide runter. Also, ne, der spielt das hier wirklich gut. Finde ich, der macht gute Plays und so, aber dann sowas kann einen halt runterziehen, leider. So, Skuntank geht raus und man schickt Donald Trump rein. Donald Trump meine ich. Und der bekommt jetzt eine Abgangs... Michael hat gewonnen. Hätte man einfach Multi-Angriff drücken sollen, der war auf plus 2. Was soll Flo dagegen tun? Der hätte, also Amigento hätte 2 Kills holen können, glaube ich. Also, jetzt Tromborg und dann zumindest noch 1 hart andamagen. Ja, gut. Ja, jetzt kann man halt Spukball drücken. Ja. Der wird gegen Skuntank nicht unendlich viel machen, der Spukball, aber ja. Ja, vielleicht kann man doch nicht unbedingt for free Spukball drücken. Das Ding ist,
Skuntank wird von zwei Spukbällen, glaube ich, doch nicht sterben, weil das Rotom halt Scarf ist und nicht Damage boostet. Wenn der Leben Orb oder Wildlust wäre, dann könnte Skuntank ja auch nicht mehr viel machen. Aber so steht Skuntank halt noch sehr gut da, ne? Es ist schwerwiegend. Also der Crit und Vergiftung waren jetzt sehr schwerwiegend. Jetzt kommt hier halt Schutzschild. Flo guckt, scoutet, worauf man sich lockt. Vince traut sich auf Wollwechsel zu gehen. Na gut. Jetzt kann man natürlich erwarten, dass Flo auf Raichu geht. Man kann den Switch predicten und direkt wieder in Dicktrick gehen. Ich glaube, die sind im Speed-Tie beide. Aber da hat Raichu natürlich mehr Angst vor Dicktrick als andersrum, glaube ich. Wobei da natürlich auch ein Surfer kommen könnte oder ähnliches. Und ja, Rotom geht raus. Tante Hedwig kommt rein. Kann man hier machen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber ich glaube, hier kommt einfach Egelsam. Oder ich hätte jetzt mit Holzgeweih gerechnet, vielmehr. Weil das Flo hier nicht in Rotom geht, war irgendwie zu sehen. Und Vergiftung plus Egelsam reichen jetzt halt schon aus, ne? Unlucky. Das lief für Vince insgesamt etwas unlucky. Und Flo steht hier jetzt sehr solide da. Weil ich glaube, der größte Pressure Maker, Amigento, war das durchaus, ist gefallen. Rotom sieht noch sehr, sehr solide aus, sobald Raichu weg ist. Aber das weiß Flo auch. Daher wird er sich Raichu halt möglichst lang aufsparen im Hintergrund. Oder in der Hinterhand. Und jetzt muss man halt gegen dieses Trombok hier irgendwie pressuren. Und im besten Fall, wer macht es? Wer macht es? Wer pressert gut? Rotom? Dann kann Flo aber wieder scouten, was kommt. Und kann dann auf ein gelocktes Rotom, was Spukball einsetzt, keine Ahnung, Noctu reinschicken. Oder man geht in Siegfried. Und kann hier mit Gefriertrockner, das kann er wahrscheinlich auch. Gehe ich mal von aus. Kann man hier gut pressern? Ich weiß es gar nicht, ob der das kann. Ich weiß es gar nicht. Tja, hätte man jetzt mal Iron Tail auf Psyaugon. Hätte man überhaupt erstmal einen Psyaugon, könnte man den jetzt hier vernichten. Aber so klappt das natürlich nicht. Ich denke mal, beide können einander nicht wirklich gut one-shotten. Also je nachdem, wie Trombok investiert ist. Gefriertrockner ist halt nicht der stärkste Move der Welt. Aber Trombok geht auf jeden Fall raus. Und Flori kommt rein. Ja, wenn er Gefriertrockner aber hat, ist das jetzt eine gute Option. Ja. Ja, 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 das sieht gut aus. Aber Vince muss seine Zeit im Auge behalten. Der muss seine Zeit im Auge behalten. So, und Flagmon kann hier das nicht mehr leben. Wenigstens kein 6-0, sage ich. Wenigstens kein 6-0. Ja, und Flo hat kein Switch in Freeze-Dry mehr. Guckt euch das an. Raichu ist bei 50%, nimmt keine zweimal Freeze-Dry. Skuntank ähnlich. Flagmon stirbt, Noctu kriegt guten Schaden, Kabutops kriegt guten Schaden und Trombok kriegt auch guten Schaden davon. Also, ich sage, ganz schwierige Situation jetzt hier für den Freeze-Dry. Man könnte jetzt sogar predikten und für Eisstrahl gehen gegen den. Und es kommt aber einfach eine Steinpolitur. Okay. Vince nutzt gewagt die Zeit gegen das sehr passive Flagmon, um hier eine Steinpolitur zu drücken. Sehr wild. Und kann jetzt hoffentlich irgendwie Druck machen gegen dieses Skuntank. Die Frage ist mit was? Die Frage ist echt mit was? Wobei Siegfried natürlich sehr bulky ist. Speziell gesehen. Ja, daher kann Skuntank hier, glaubt, nicht den mächtigsten Schaden der Welt rausknüllen. Und Amagaga könnte dann zwei Hits gegen den rauskriegen und die dürften dann auch reichen. Ich glaube, Freeze-Dry wird hier nicht ausreichen gegen Skuntank. Oh, Meteorstrahl. Okay. Der wird wohl ausreichen, I guess. Plus 1 Spezialangriff, plus 2 Initiative. Jetzt wird's richtig mies. Jetzt wird's richtig mies. Okay, da bin ich jetzt gespannt, was Flo gegen macht. Weil viele Optionen sehe ich hier nicht mehr. Raichu wird jetzt auf plus 1 auch kein Gefriertrockner mehr nehmen, glaube ich. Noctu wird auf plus 1 kein Gefriertrockner mehr nehmen. Ich glaube, auch für Trombok ist es vorbei. Für Kabutops ist es vorbei. Und für Flagmon auch.
Ich glaube, das war es tatsächlich. Wenn Flo jetzt keine Op- Boah. Ich glaube, das war es tatsächlich. Also, vielleicht. Vielleicht kann Noctu noch ein Freeze Try nehmen auf plus 1. Vielleicht kann Tromborg ein Freeze Try nehmen, je nach Investment auf plus 1. Ich glaube, wenn der speziell defensiv ist, kann der das machen. Kann der das nehmen. Die Frage ist, welches von diesen beiden Pokémon ist in der Lage, Amagaga zu one-shotten? Ich glaube, gar keins ist in der Lage. In der Lage wäre nur Kabutops, denke ich. Und der wird kein Freeze-Try erleben. Und Raichu war, naja, bei ca. 50% nicht ganz. Bisschen drüber, 55. Und er hat auch noch Erdkräfte, okay. Dann... Meteorscher, Erdkräfte, Gefriertrockner und Steinpolitur. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Hm. Sehr, sehr, sehr geiles Set. Also, ist jetzt nicht das kreativste Set der Welt. So. Aber sehr geil, das auf Amajaga zu sehen. Und sehr nice zu sehen, dass dieses Pokémon Flo jetzt hier komplett hops nimmt gerade. Das fühle ich sehr. Ja, das ist noch eine Option durchaus, was Flo hier gerade macht. Nämlich Fleckmann wieder Full Life zu kriegen, um einen Gefriertrockner zu tanken. Okay, der konnte es nicht tanken. Aber Fleckmann kann jetzt einen Gefriertrockner tanken, glaube ich. Kann er. Das hat etwas über 50% gemacht, wohin? Macht jetzt ein bisschen mehr Schaden durch plus 1. Die Frage ist jetzt... Oh, ich weiß, was er vorhat. Ich weiß, was er vorhat. Flo könnte noch was reißen hier. Wenn jetzt nichts schief geht. Er wird jetzt Regentanz drücken, stimmt's? Ja. Er drückt Regentanz. Und damit ist Kabutops schneller als Amagaga, glaube ich. Und jetzt könnte er Amagaga mit Aqua-Durchstoß einfach killen. Das Ding ist... Er müsste jetzt nochmal Steinpolitur drücken, glaube ich. Ja. Muss er machen. Weil jetzt ist Amagaga wieder schneller. Kann Kabutops Wasserdüse haben? Wenn ja, eine Wasserdüse im Regen knallt natürlich auch, aber die wird nicht killen. Ich glaube, die wird nicht killen. Und das Ding ist... Er hat Wasserdüse, ja. Oh, freaking shit. Okay. Ja, das war, glaube ich, seine einzige Möglichkeit. Hätte Vince den Fehler gemacht, nicht Steinpolitur zu drücken, sondern Fleckmann einfach anzugreifen, hätte Flo das hier noch drehen können, maybe. Also er hätte es zumindest Amagaga weggekriegt. Aber dass die Wasserdüse so viel Schaden macht, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber das ist schon crazy. Er hat fast zwei... Das ist 180 KP. Oder so, 170. Irgendwie so, 180 hat das gemacht. Wild. Wild, 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 wild. So. Und das war, das ist jetzt GG. Bernd scheint auch ziemlich defensiv zu sein. Oder eher defensiv, oder eher bulky. Sagen wir es so. Bernd kann einen Hit nehmen, glaube ich. Wenn er speziell defensiv ist, ansonsten nicht. Doch, er nimmt den Hit. Hat sogar noch 40 KP über. Und kann jetzt hier im Regen mit dem Orkan natürlich Siegfried rausknallen. Aber die Frage ist jetzt, Rotom glitt das Feld jetzt halt einfach easy. Ja, Donnerblitz, Donnerblitz, fertig. Das war's. Wenn er Donner hat, wäre jetzt richtig wild. Komm, Donner einen Donner raus im Regen, Digga. Mmh. Noctu ist sehr bulky speziell, ja.
Der hat ja auch eine Menge KP und so. Also das ist schon. Der ist schon ein Bulky. So, und jetzt ist da halt noch dieses Flagmon. Was natürlich. Also je nachdem, wie voll das jetzt noch ist, aber das ist, glaube ich, nur bei 50%. Glaube ich nicht, dass der hier großartig noch was leben wird. Also vielleicht ein Hit noch. Aber ich weiß nicht. Nee. Ja. Das ist ein Sieg für Vince. GG an beide. Definitiv. War ein sehr nicer Kampf.